Einige mögliche Übersetzungen des arabischen Algebra ins Deutsche sind zerbrochenes Zusammenfügen oder auch Brüche heilen. Die Schmerzen der damaligen Knochenheilkunde bleiben uns in der Mathematik zwar erspart, aber die Algebra wird sicher das ein oder andere Mal für Kopfzerbrechen sorgen. Ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg und mit der Übersetzung von Algebra sind wir auch schon beim ersten Thema dieses Videos. Die Grundidee eines Bruches erscheint ähnlich wie bei den Potenzen sehr simpel. Statt die Operanden einer Division nebeneinander zu schreiben, schreiben wir sie untereinander. Aus dem Dividend wird der Zähler und aus dem Divisor der Nenner. Und das Ergebnis nennt sich weiterhin Quotient. Tatsächlich unterscheidet sich der Bruchstrich vom Divisionszeichen. Er ist allen anderen Rechenoperationen nachrangig. Bei dem folgenden Bruch werden zunächst Zähler und Nenner getrennt berechnet und dann erst wird die Division ausgewertet. Der Bruch entspricht also diesem Ausdruck und eben nicht jenem Ausdruck. Zwei wesentliche Rechenschritte im Bruchrechnen sind das Erweitern und das Kürzen. Dabei machen wir nichts anderes, als Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl zu multiplizieren oder durch die gleiche Zahl zu dividieren. Aus 60 Sechzehntel erhalten wir 15 Viertel, indem wir sowohl den Zähler als auch den Nenner durch 4 teilen. Aus 3 Viertel erhalten wir 75 Hundertstel, indem wir sowohl den Zähler als auch den Nenner mit 25 multiplizieren. Vorsicht! Enthalten Zähler oder Nenner Summen bzw. Differenzen, müssen wir unbedingt das Distributivgesetz beachten. In diesem Beispiel wirkt das geteilt durch 4 dann auf beide Terme im Zähler und auf beide Terme im Nenner. In der Praxis wird das Kürzen gerne durch Streichungen angezeigt. Wenn wir folgenden Bruch also durch x kürzen, können wir einfach Folgendes schreiben. Bei der Multiplikation und Division von Brüchen mit anderen Termen können wir diese einfach zu einem Bruch umschreiben. Danach müssen wir gegebenenfalls wieder das Distributivgesetz anwenden. Wir können Brüche mit einer Summe im Zähler in einzelne Brüche aufteilen. In diesem Beispiel teilen wir den Bruch an dem Pluszeichen im Zähler. Und es entstehen zwei Brüche, wobei die Zähler 15x und 3 sind und die Nenner beides mal x² sind. Auch hier ist Vorsicht angebracht. Dieses Aufteilen funktioniert nur im Zähler und nicht im Nenner. Folgende Rechnung wäre also völlig falsch. Zähler und Nenner können übrigens ihrerseits selbst Brüche sein. Um diese zu berechnen, reichen tatsächlich die bisher bekannten Rechenregeln. In diesem Beispiel können wir unsere Potenzgesetze anwenden. Wir erinnern uns, dass a hoch minus b gleich 1 geteilt durch a hoch b ist. Tatsächlich sind folgende Interaktionen zwischen Potenzen und Brüchen recht gebräuchlich. Erstens, negative Exponenten vertauschen Zähler und Nenner. Und zweitens, die Potenz eines Bruches wirkt entsprechend dieser Potenzregel sowohl auf den Zähler als auch auf den Nenner. Noch eine Bemerkung zu Doppelbrüchen. Wir müssen aufpassen, dass der Hauptbruchstrich klar erkennbar ist, da dieser die Reihenfolge der Division bestimmt. Der Hauptbruchstrich wird als letztes ausgewertet. In diesem Beispiel sehen wir recht schnell, dass die Reihenfolge einen Unterschied macht. Und jetzt bist du dran. Versuche folgende Brüche zu heilen, also so weit wie möglich zu vereinfachen. Im ersten Beispiel wollen wir die beiden Brüche miteinander verrechnen. Dazu müssen wir sie sprichwörtlich auf denselben Nenner bringen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist den rechten Bruch zunächst mit 2 zu kürzen und das Zwischenergebnis dann wiederum mit 3 zu erweitern. Wir können das auch in einem Schritt machen, indem wir mit 3 halbe erweitern, aber dabei verrechnet man sich schnell. Im zweiten Beispiel
gehen wir grundsätzlich gleich vor. Wir erweitern den Bruch rechts mit 3x, damit wir dort im Nenner sowie links auch 9x stehen haben und somit beide Brüche verrechnen können. Das letzte Beispiel ist dagegen etwas kniffliger. Zuerst müssen wir im rechten Bruch den Faktor y mal z kürzen und wir können im nächsten Schritt den rechten Bruch mit 3 erweitern. Der Rest ist dann einfach. Kommen wir zum zweiten Thema des Videos, dem Prozentrechnen und der naheliegenden Frage, was Prozentrechnen mit Bruchrechnen zu tun hat. Prozent bedeutet übersetzt von 100 und ist mathematisch somit nichts anderes als ein Bruch, 1 geteilt durch 100. Genauso bedeutet Promille übersetzt von 1000 und ist mathematisch nichts anderes als ein Bruch, 1 geteilt durch 1000. Wenn bei einer Wahl mit 2400 gültigen Stimmen 11,5% auf eine Partei verfallen, hat sie folglich 2400 mal 11,5 mal 1 durch 100 Stimmen, also 276. Wenn 50% dieser Stimmen dann von Frauen kommen, dann sind das 276 mal 50 mal 1 geteilt durch 100 Stimmen, also 138. Prozentrechnen ist sehr einfach, aber in der Praxis werden gerne zwei Fehler gemacht. Der erste Fehler betrifft die Multiplikation von Prozentwerten. Formulieren wir unser Beispiel mal um. Wir haben 2400 gültige Stimmen, von denen 11,5% auf die gelbe Partei verfallen, von denen 50% weiblich sind. Die Anzahl dieser Stimmen ist also 2400 mal 11,5 mal 50% und damit 2400 mal 575%, also mehr als eigentlich gültige Stimmen abgegeben wurden. Was wir hier vergessen haben, ist, dass wir 575% Quadrat haben, also 575 mal 1 geteilt durch 100 Quadrat. Das Zeichen Quadratprozent ist aber überhaupt nicht gängig. Es empfiehlt sich daher, bei solchen Rechnungen keine Prozentwerte zu verwenden, sondern direkt zur dezimalen Schreibweise überzugehen. Statt 100% schreiben wir 1,0. Statt 50% schreiben wir 0,5. Und statt 11,5% schreiben wir 0,115. Der zweite Fehler ist die Verwechslung von Prozenten und Prozentpunkten. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn wir die Entwicklung von Prozentwerten beschreiben wollen. Schauen wir uns zum Beispiel das Wahlergebnis der gelben Partei an und vergleichen es mit dem Wahlergebnis der letzten Wahl. Dieser Vergleich kann als Differenz oder als Verhältnis angegeben werden. Plus 0,8 Prozentpunkte oder plus 7,4%. Beides ist korrekt. Die gelbe Partei hat 7,4% mehr Stimmen erhalten und dadurch ihren Stimmanteil um 0,8 Prozentpunkte gesteigert. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, um den Unterschied zu verdeutlichen. Milch mit 1,5% Fettanteil enthält 2 Prozentpunkte weniger Fett als Milch mit 3,5% Fettanteil. 2 Prozentpunkte Differenz klingt jetzt nicht nach viel, aber wie wäre es stattdessen mit 57,1% weniger Fett? Auch diese Aussage ist korrekt. Wichtig, Differenzen von Prozentwerten werden in Prozentpunkten angegeben, Verhältnisse dagegen als Prozentangaben. Bei Änderungen von Absolutwerten müssen wir diese Unterscheidung übrigens nicht vornehmen. Wenn eine Brezel 90 statt 80 Cent kostet, ist sie um 90 geteilt durch 80 minus 1, also 0,125 oder 12,5% teurer geworden. Prozentpunktangaben kann es hier gar nicht geben, da wir keine Prozentwerte, sondern Absolutwerte miteinander vergleichen. In dem folgenden Beispiel kannst du es selbst mal ausprobieren. Die Differenz der Werte beträgt 4 Prozentpunkte. Als Verhältnis ausgedrückt haben wir dagegen eine Steigerung um 800%.
In diesem Beispiel zeigt die zweite Zahl die Stärke der Änderung deutlich besser als die erste. Wie immer sind aber natürlich beide korrekt. Soweit zu Brüchen und Prozenten. Im nächsten Video machen wir weiter mit der elementaren Algebra und schauen uns die Logarithmen an. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere das Ökonomikon. Bis bald!